Hallo und herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal. Mein Name ist Yvonne und ich freue mich sehr, dass du hier bist. Dieses Video ist das erste Video aus der Reihe Ayurveda Nuggets. Das heißt, ich möchte jetzt sukzessive mit dir meine größten Erkenntnisse und Aha-Erlebnisse aus dem Ayurveda Basiskurs, ein wirklich knackiges Kompaktseminar über 5 Tage, welches ich im November 2020 bei Ralf Steuernagel in der Eurasia Med Akademie besucht habe. Also das möchte ich mit euch teilen. Ich hatte es bereits im Intro zu dieser Videoserie gesagt. Falls du das Intro noch nicht gesehen hast, ich verlinke es dir hier oben nochmal. Was mir ganz wichtig ist, ist, ich möchte nichts lehren zum Thema Ayurveda, sondern ich möchte einfach das, was ich an größten eben Erkenntnissen hatte, mit euch teilen. Also meine persönlichen Eindrücke, was wichtig ist und was ich auch für mich dann umsetze und eben wie gesagt so Aha-Momente, das möchte ich quasi mit euch teilen. Ausbilden kann euch, können euch Institute, die dazu befähigt sind. Dazu gehört eben zum Beispiel die Eurasia Med Akademie. Und wenn ihr nicht gleich losstarten wollt mit einer Ayurveda-Ausbildung, so hat der Ralf jetzt einen ganz wunderbaren neuen YouTube-Kanal, wo er dieses wertvolle Wissen ganz professionell teilt. Und ich verlinke euch unten in der Infobox diesen Kanal von Herzen gerne. Ich bekomme nichts dafür, das ist einfach eine Herzensempfehlung. Also schaut doch mal rein auf seinen Kanal und abonniert diesen. Wenn ihr wirklich an Ayurveda-Wissen interessiert seid, dann ist das the place to go. Gut, aber jetzt zu mir und zu meinen Erkenntnissen. Ayurveda. Ich interessiere mich ja schon länger für das Thema, einfach weil es wie die Schwesternwissenschaft ist zum Yoga. Und als Yogalehrerin habe ich damals auch schon während der Ausbildung quasi die ersten Berührungspunkte mit dem Ayurveda gehabt, aber eben sehr oberflächlich. Man hat da viel gehört eben von diesen Konstitutionstypen, Vata, Pitta, Kapha und ja so anderen Sachen wie auch eben die geistigen Qualitäten, die Gunas in Rajas, Tamas und Sattva. Also die Geschichten hat man schon mal gehört, aber that's it. Also da wurde nicht wahnsinnig tiefergehend geschult. Also man hat so ein bisschen was am Rande davon mitbekommen und natürlich auch, dass man eben die Yoga-Praxis sehr gut abstimmen kann zusammen mit dem Ayurveda. Aber eben tiefer ist das damals nicht gegangen. Und ich habe dann sukzessive angefangen, mich mit dem Thema stärker zu beschäftigen, habe mir das ein oder andere Buch gekauft und habe natürlich auch in Zeitschriften darüber gelesen. Und da muss ich dann immer so lachen, weil der Ralf dann immer sagt, das ist Brigitte Ayurveda, wo er natürlich nicht Unrecht hat, denn häufig erscheinen solche Konstitutionstests und so Tipps und Tricks rund um Ayurveda tatsächlich in den gängigen Frauen- und Lifestyle-Zeitschriften und das ist natürlich dann relativ oberflächlich und hat nichts wirklich mit tiefergehendem Wissen rund um Ayurveda zu tun. Aber eben, was ich mit euch teile, ist einfach das, was ich so mitgenommen habe aus diesem wirklich tollen Kurs bei der Eurasia Med Akademie und ich werde auch da das noch fortsetzen, mich da auch noch weiterbilden. Aber eben für euch jetzt einfach zum Einstieg Thema eben, was ist überhaupt Ayurveda genau? Also vielleicht wisst ihr, dass Ayurveda eben eine der drei großen quasi Medizinsysteme sind, der ganzheitlichen Medizinsysteme. Es gibt eigentlich nur drei eben Systeme, die zur gleichen Zeit entstanden und ähnlich komplett sind. Also das ist eben neben dem Ayurveda der TCM, also die traditionelle chinesische Medizin. Also Ayurveda, TCM und dann noch quasi die griechische hippokratische Humoralmedizin. Das ist so auch der Vorgänger quasi so ein bisschen von unserer westlichen Medizin. Hat sich eben leider nicht so ganzheitlich weiterentwickelt. Wenn ihr das jetzt seht, wie die westliche Medizin heute ist, aber ist eigentlich ganzheitlich vom Prinzip her so entstanden. Also die drei sind so die ältesten kompletten Medizinsysteme, 2.500 Jahre alt,
Und gerade zum Beispiel auch TCM und Ayurveda sind eigentlich aus den Veden gemeinsam entstanden und haben sich dann einfach ein wenig auseinanderentwickelt mit etwas anderen Schwerpunkten auch hinterher in der Therapie. Aber rein vom Grundsatz her haben sie sehr, sehr viele Gemeinsamkeiten. Ja, aber eben beim Ayurveda jetzt, es wird ja häufig die Wissenschaft vom Leben genannt, das stimmt eigentlich streng genommen nicht, es ist einfach das Wissen vom Leben, also Veda ist der Wortstamm, kommt von Wissen und eben Ayus das Leben, also es ist nicht die Wissenschaft vom Leben, sondern das Wissen über das Leben. Und wenn wir vom Leben sprechen, dann geht es wirklich um Körper, Sinnesorgane, Geist und Seele. Wobei man dann unterscheiden muss, die Seele kann, das war für mich zum Beispiel ein Aha-Erlebnis, kann gemäß Ayurveda gar nicht krank werden. Die Seele existiert einfach für sich und ist nicht behandlungsbedürftig. Sie kann nicht krank werden, sie braucht auch dadurch keine Behandlung, wie gesagt. Aber eben Körper, Sinnesorgane und Geist, das ist was, was wir mit dem Ayurveda erreichen und auch behandeln können und wollen. Das ist also eine spezielle Definition des Ayurveda. Man hört ja häufig nach dem Motto, die Seele ist erkrankt und wir helfen der Seele. Und das ist aber nicht ayurvedisch. Also eben im Ayurveda wird die Seele nicht behandelt. Also das war zum Beispiel mein Aha-Erlebnis Nummer eins, was eben Ayurveda allgemein angeht. Das fand ich schon mal sehr interessant. Und eben, was für mich auch noch ein besonderes Highlight in dem Sinne war zum Thema Ayurveda. Klar habe ich das am Rande schon irgendwie mitbekommen, aber dass es sehr, sehr viel um Eigenschaften geht. Also eigentlich gucken wir immer nach Eigenschaften, die gerade da sind. Und wenn wir die Eigenschaften verstanden haben, dann geht es darum, zu sehen, müssen wir diese Eigenschaften verändern. Und dann geht es um das gegensätzliche Prinzip. Das heißt also, wenn wir etwas zu viel antreffen im Körper, als Beispiel jetzt, der Körper ist zum Beispiel zu trocken, dann würden wir den halt befeuchten. Das heißt also, der Ayurveda steht immer für die Gegensatzbehandlung, also Behandlung über etwas Gegensätzliches. Das ist eben auch immer ganz wichtig, wenn man schaut, wie kombiniert man vielleicht Ayurveda mit anderen Medizinsystemen. Deshalb war das so, also man kann es mit TCM kombinieren, man kann es auch eben mit diesem ursprünglichen Verständnis dieser hippokratischen Humoralmedizin, könnte man es ergänzen, die so in der Form nicht mehr gibt, aber auch mit dem Nachfolger eben der westlichen Schulmedizin funktioniert das gut. Wenn man sich gegenseitig respektiert, kann man auch da die Systeme aneinander andocken. Aber zum Beispiel würde man jetzt die Homöopathie nehmen, dann ist das zum Beispiel schwieriger, weil die Homöopathie behandelt ja Gleiches mit Gleichem und nicht Unterschiedliches. Also setzt nicht das Unterschiedliche an, um was auszugleichen. Das heißt also, da muss man aufpassen, wenn man versucht, Sachen miteinander zu kombinieren, dass man da nicht übers Ziel hinausschießt. Einfach mal, das war für mich auch nochmal ein Learning, zu sehen, also welche Systeme kann man eigentlich sinnvoll miteinander kombinieren und welche entsprechen gar nicht dem gemeinsamen Verständnis. Genau, also das dazu und eben das mit den Eigenschaften, das fußt dann alles auf den Elementen, also auf den fünf Elementen, die eben so vom Grobstofflichen ins Feinstoffliche gehen, also von der Erde über das Wasser, dann eben über das Feuer, dann über die Luft bis hin zum Raum, zum Äther. Also das sind quasi so die fünf Elemente. Und die haben eben auch bestimmte Eigenschaften, ist ja logisch, die denen halt zugeordnet werden, den Elementen. Und darum dreht sich eben ganz, ganz viel im Ayurveda. Das war jetzt für mich natürlich nicht so neu, aber was sehr eindrücklich war für mich, ist, dass eben der Ralf gesagt hat, also du kannst alles lernen, in dem Sinne, du kannst der beste Theoretiker werden,
aber wenn du kein Gespür für diese Eigenschaften hast, wenn du die wie auch nicht auf Dauer beobachten kannst, dann in den Menschen. Na, also das ist so ein bisschen das, worauf du dich dann später schulen musst, wenn du wirklich mit dem Ayurveda arbeiten möchtest, ist, dass du erkennst, ne, dass du auch die Elemente in den Menschen irgendwie siehst. Also Beispiel jetzt eben, zum Beispiel jemand, der halt sehr viel Feuer hat, der vielleicht wirklich auch ein eher rötliches, verschwitztes Gesicht hat. Ne? Und das sind so Beispiele, wo man dann sagen kann, aha, da erkenne ich wirklich ein Element. Genauso dann eben wie jemand, der zum Beispiel sehr eingefallene Wangen hat, ne? Wo ich dann eher sehen kann, oh, das ist eher ein Gefühl von Leere, nicht von Fülle, sondern eher von Leere. Das ist mehr so in diesen Raumbereich rein, ne? Also so an dieser Stelle. Also das sind so Sachen, worauf wir uns dann schulen sollten, wenn wir mit dem Ayurveda länger arbeiten. Deshalb hat er uns auch direkt empfohlen, geht raus in die Natur und schaut euch nur schon mal unterschiedliche Pflanzen an oder unterschiedliche Bäume. Was könnt ihr für Eigenschaften erkennen? Also wirklich sein Sensorium auf das Thema Sinne zu schulen. Das fand ich also auch sehr, sehr spannend. Genau, und wenn man sich dann noch die eigentliche Definition anschaut von Ayurveda aus der Charakasamhita, dann finde ich die sehr schön, denn da heißt es, gutes und schlechtes Leben, glückliches und unglückliches Leben, das, was dem Leben zu bzw. abträglich ist, das Maß des Lebens und seiner Komponenten und das Leben selbst. Wo all dies erklärt wird, das nennt man Ayurveda, beziehungsweise Ayurveda. Auch das habe ich gelernt. Aha-Erlebnis, Betonung auf dem A. Das hat Ralf auch noch mal ganz klar gesagt, dass man sich nicht wundern soll, wenn man mal nach Indien kommt, dass dann quasi dort vor Ort häufig vom Ayurveda gesprochen wird. Das zweite A ist wie so halbes stilles A am Ende. Und die Betonung ist eindeutig vorne. Und das heißt jetzt nicht, dass wir hier unsere Zungen verbiegen müssen, aber dass man einfach weiß, wenn man nach Indien fährt, dass es dann eben dort anders ausgesprochen wird und sich einfach schon mal dran zu gewöhnen, auch selber Ayurveda zu sagen, um wirklich diesen Klang auch für das Sanskrit, dieses Gefühl zu entwickeln. Genau, das heißt also, ich finde eben das besonders schön, weil es von dieser Zu- und Abträglichkeit spricht. Auch das ein ganz wichtiges Prinzip im Ayurveda, war für mich großes Aha-Erlebnis gleich am Anfang. Dieses Einteilen, was wir oft tun, in gut oder schlecht, das macht eben der Ayurveda nicht, sondern der sagt einfach, ist das für dich zuträglich oder abträglich? Und das finde ich auch ganz, ganz wichtig von den Prinzipien her, dass man eben nicht, da komme ich dann auch später zu, wenn es auch um eben die Ernährung geht, dass man immer alles so verteufelt, Lebensmittelkategorien eben Do's und Don'ts und das musst du unbedingt essen und das darfst du gar nicht essen und so weiter, sondern einfach zu sehen, Ayurveda ist wirklich das Wissen über Individualität. Jeder Mensch ist einzigartig. Und ja, man bringt von eben seinen Grundvoraussetzungen eben, da kommen wir dann auch noch in einer anderen Folge zu, von seiner Grundkonstitution gewisse Sachen mit. Aber das heißt nicht, dass man dann das alles per se, was einfach für diese Eigenschaften spricht, auch wirklich zuträglich ist für einen selber. Das heißt, es geht nichts über Ausprobieren und Erfahrungen sammeln. Und deshalb sagt auch der Ralf immer, ein guter Ayurveda-Mediziner oder Ayurveda-Spezialist, Consultant, welche auch immer du Berufszweig du hinter einschlägst, der lebt von seiner Erfahrung, nicht nur von seinem Wissen, wirklich von seiner Erfahrung, die er selber gesammelt hat, am eigenen Leib, die er mit ganz vielen Menschen gesammelt hat über die Zeit. Also es ist eine große Erfahrungswissenschaft, das Ganze, und nicht einfach nur reine Theorie. Ist immer ganz wichtig. Man probiert eben auch viele Sachen im Ayurveda aus. In dem Sinne, ist das zu oder abträglich? Auch wenn man hinterher einen Plan erstellt mit den Rezepten für die Leute in der Behandlung, schaut man immer, nutzt das wirklich was? Wie verhält sich das jetzt? Ne? Also so ein bisschen so Ausschlussdiagnostik auch. Wird es dann besser? Wird es dann schlechter und so weiter. Also dieses zu- und abträgliche Prinzip ist super wichtig. Ne? Auch das einfach für mich ein echtes Highlight, schon ganz am Anfang, dass es nicht
Gut und Böse pauschal gibt, sondern wirklich, dass man sehr individuell für sich selber schaut, was ist für mich zuträglich und was ist aber auch für mich abträglich. Und das gilt für alles, also nicht nur für die Ernährung, sondern auch für die ganze Lebensweise. Gut, so, ich habe mir 10 Minuten für diese Folge vorgenommen. Die sind jetzt schon längst rum. Das heißt also, ich möchte an dieser Stelle zum Ende kommen. Ich danke dir sehr, dass du diese Folge angeschaut hast. Diese erste Folge aus der Videoserie. Komm gerne mit mir in den Dialog. Schreib in die Kommentare, was du darüber denkst, über diese neue Videoserie, was du mitnimmst und welche Erfahrungen du vielleicht schon mit dem Ayurveda gesammelt hast. Und falls du meinen Kanal noch nicht abonniert hast, dann tu das doch jetzt, kannst das Video auch sehr gerne liken und die Glocke aktivieren, damit du kein Video mehr von mir verpasst. Ganz herzlichen Dank, dass du dabei warst. Bis zum nächsten Mal. Deine Yvonne.